Hallo liebe Modellbahnfreunde, herzlich willkommen zu unserer Technikwelt hier bei X-Train 24. Heute wollen wir Ihnen ein Modell vorstellen. Sie sehen es bereits im Vordergrund, einen leeren Karton, und das haben wir ganz bewusst so gemacht. Wir haben nämlich das, was dahinter steht, versteckt. Es ist ein, tada, Güterwagen. Jetzt werden Sie sagen, will der uns verarschen? Nee, das wollen wir nicht, sondern das ist ein Niederbord-Güterwagen mit Antrieb. Der wurde ja vorgestellt, auch auf der Messe in Nürnberg. Es ist ein ganz tolles Teil. Und deswegen gemacht worden, weil man ja auch manchmal Modelle auf der Anlage stehen hat, die keinen Motor mehr haben. Oder aber man kann aus dem Zubehörprogramm von Viessmann motorlose Fahrzeuge dranhängen. So, und der hat ja auch eine gewisse Technik. Bei motorlosen Fahrzeugen möchte ich noch dazu sagen, das kann der motorlose Robel sein, den Sie auch bei Viessmann erwerben können. Das kann aber auch ein Unimog sein, der keinen Motor hat. Drei-Wege-Bagger, also alles, was im Gleisbau Rang und Namen hat, kann man an diesen Wagen anhängen. So, und nicht nur, dass man den anhängen kann, das Ding fährt auch. Ganz alleine. Ganz alleine. So, und jetzt bist du dran. Von Hause aus sind ja die Digitaldecoder ja immer auf Adresse 3 programmiert. Mhm. Wir werden jetzt mal einen kleinen Fahrversuch jetzt erstmal machen. Und siehe da, wie von Geisterhand, wir nehmen die Hände mal alle weg. Der Güterwagen fährt tatsächlich von alleine, aber er kann noch mehr. Er kann noch mehr. Dieser Güterwagen hat auch eine Soundfunktion. Die werden wir jetzt mal aktivieren. Also es gibt zwei verschiedene Soundfunktionen. In dem Fall ist es jetzt erst einmal das Diesellokgeräusch, und wir können dann über die CV62 diesen Diesellok-Sound in einen Dampflok-Sound umwandeln. Das zeigen wir euch allerdings dann etwas später. Zum anderen hat auch noch einmal Beleuchtung. Dazu müssen wir, glaube ich, wollen wir den Wagen dazu mal umdrehen? Ich glaube, wir werden Kamera, den mal kurz umdrehen. Die sieht das besser, die Kamera. Ups, da war der Ton weg. So, ich glaube, wir sehen es jetzt hier ganz deutlich. Das ist allerdings nur bei der Version mit der Artikelnummer 2315 so. Es gibt auch Wagen, die das nicht dran haben, beziehungsweise wo es später angesteckt oder nachgerüstet werden kann. Das sind jetzt zum Beispiel die Frontlichter eines Arbeitswagens. Und wenn der Wagen hinten dran hängen sollte, kann man auch sozusagen auf Rotlicht umschalten. So. Also mit der Fahrtrichtung wird dann die Beleuchtung entsprechend umgeschaltet. Ist schon mal eine riesengroße, tolle Idee, denn ich wiederhole mich jetzt eigentlich nur, Sie wissen es ja, liebe Modellbahnfreunde, oftmals ist es so, ich habe da irgendwo noch einen Lok rum, die fährt nicht mehr richtig, baue den Motor aus und jetzt hängen wir den ganzen Kram mal dran. Ja. So, das werden wir gleich mal tun. Ich werde dazu wieder den Wagen in die Richtung bringen, die wir jetzt brauchen, weil wir hier drüben jetzt keine Kupplung dran haben. Ja. So, dazu gibt es ja noch viel Arbeitswagen und Zubehör bei Viessmann. Wir haben hier ein Fertigmodell, das ist der Niederbordwagen mit Arbeitsbühne, Gleisbau. Den hängen wir nochmal mit dran. Sie kennen es sicherlich auch von den Angebotsseiten bei Viessmann. Da gibt es noch die Betonmischer, da gibt es noch Kabelrollenwagen. Ja. Also es gibt alles Mögliche. Wir wollen es Ihnen nur hier mal mit erwähnen und sagen. Die Artikelnummern finden Sie ja dann auch da, wo Sie jetzt das Video sehen. Es ist also kein Problem. Und jetzt hängen wir mal eine motorlose Diesellok dran. Wir haben uns hier eine alte Reichsbahnlok ausgesucht. Das ist die Baureihe 112. Ich werde sie mal ein bisschen ins Bild bringen. Ich hänge die einfach mal hinten dran. So, die hat, wie gesagt, keinen Motor mehr drin. Und jetzt werden wir das ganze Gespann mal fahren lassen. Sie werden also sehen, dass der Motorwagen hier vorne den Sound anmacht. Wir können ja auch noch mal hupen. Auch das kann man machen. Und jetzt wird dieses Gefährt mal gemeinsam losfahren. Der Motorwagen zieht jetzt alles in der Richtung weg. Es quietscht hier hinten ein bisschen. Die Lok muss mal geölt werden. So, Sie sehen also, es fährt vorwärts. Und es fährt natürlich auch rückwärts, liebe Zuschauer. Jetzt schiebt der Wagen sozusagen das ganze Geschiebe vor sich her und macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Ja. Also ich denke,
dass das auch eine gelungene Idee ist mit diesem Niederbobwagen mit Antrieb. So, nun halten wir das Ganze mal an, schalten mal den Sound ab. So, ich hänge die Diesellok mal jetzt raus aus dem Verband. Jetzt haben wir hier unsere Fahrzeuge stehen und jetzt wollen wir das Ganze nochmal mit einer antriebslosen Dampflok probieren. Genau, dazu müssen wir jetzt allerdings den Decoder, die CV62 ändern auf Dampflok-Sound. Das heißt, zwar von 0 auf 1 umstellen. Auf 1 sowas, ja. Dazu muss ich jetzt erstmal kurz hier mal kurz was umschrauben, damit ich das entsprechend dann umprogrammieren kann. Das heißt also, ich überbrücke jetzt die leichte Arbeit vom Norbert mit ein bisschen Gespräch. Also für alle Bauzugfreunde und für alle, die damit liebäugeln, es ist natürlich eine tolle Alternative zu einem Robel, den man ja auch als Baufahrzeug haben kann, der zieht. Das gesamte Bauzugprogramm bei Fiesmann ist ja auch recht sehenswert. Da gibt es ja auch die Gleisstopfmaschinen und ähnliche Sachen. Es lohnt sich ganz einfach mal da mal reinzugucken, wenn Sie mal geplant haben, sich mit einem Bauzug zu beschäftigen. Auf einer Anlage wird ja auch gebaut, da muss man Schienen rausreißen und damit macht sich das ganz gut bei einer zweigleisigen Haupt- oder Nebenstrecke, da eine Gleisunterbrechung zu haben, wo ein Bauzug arbeitet, hin und her fährt. Und man kann verschiedene Lokomotiven dazu benutzen, beziehungsweise Baufahrzeuge, so wie man so halt sieht. Norbert ist fertig. Funktioniert. Die Dampflok ist schon da. Wir machen jetzt einfach mal das Dampflokgeräusch und fahren mit dem Wagen. Einzeln erstmal, um kann zu man zeigen. Auch, ja, genau. Einfach mal die Funktion zeigen von dem Wagen. Auch pfeifen tut dieser Wagen. So, das Ganze auch nochmal andersrum. So, das sollte als Demonstration erstmal genügen. Sie sehen also, auch das ist eingearbeitet in diesen Niederbordwagen. Wir werden dann, wenn wir unsere Vorführung hier beendet haben, unten drunter schauen. Sie werden erstaunt sein, mit wie viel wenig Platz dabei ausgekommen ist. Ne? Ja. So, als Testobjekt haben wir hier eine wunderschöne Dampflok, die ebenfalls keinen Motor hat. Ich hänge die mal mit dran hier. So. Norbert, bist du soweit? Ja. Gut, dann können wir die Lok ziehen lassen. Es funktioniert also auch hervorragend. Ja, wir haben also hier eine Dampflok dranhängen. Man kann sicherlich eine andere nehmen, x-beliebige Lokomotiven. Man kann also alles, was keinen Motor hat und nicht kein mehr Motor fährt, hat und kann hinten dran gehangen werden. Oder man baut auch den Motor aus, wenn man lustig ist. Ja, oder so. Also Sie sehen, auch das funktioniert hervorragend. Und das sollte auch als Demonstration erstmal genügen. Er bremst, wollen wir nochmal zurückfahren? So, das sollte als Demonstration erstmal genügen zu diesem Wagen. Danke dir, lieber Norbert. Und jetzt Bitte? Wollen wir noch mal ein bisschen in die Technik einsteigen. Ich werde mal jetzt diese Fahrzeuge hier auseinanderhängen. Und dann haben wir ja noch ein Innenleben von diesem Fahrzeug. Ja, bei diesem Fahrzeug besteht noch die Möglichkeit, wir haben auf jeder Seite, weiß ich nicht, doch ja, hier sieht man, ja, kann man erkennen, hier solche Lötpunkte, wo man also noch zwei Zusatzfunktionen abgreifen kann. Diese Zusatzfunktionen sind mit 50 mA belastbar. Man kann also da eventuell ein, zwei Leuchtdioden pro Ausgang nochmal ranklemmen, falls man eine andere Beleuchtung anbauen will.
Beziehungsweise man hätte dann auch die Möglichkeit, wer technisch versiert ist, könnte auch einen kleinen Transistor dahinter schalten und eventuell auch diese Flutlichtanlage von Fissmann verwenden, die man eventuell auf den Wagen raufbaut, die natürlich ein bisschen mehr Strom benötigt. Mhm. Also Flutlichtanlage für Nachtbau ist, für ja, Nachtbau sieht ist ja eigentlich auch, ist sieht auch bestimmt sehr schön auf der Anlage aus, wenn man ja. etwas abgedunkelt hat und man hat diese Anlagen. Also wie gesagt, bei Fiesmann wird man an der Stelle wirklich richtig fündig. Okay. Es gibt für viele, viele Sachen kleine und große Lösungen. Und wie gesagt, sehr schön auch, dass man hier nochmal weitergedacht hat und zwei Belegungen offen gelassen hat. Eventuell, man kann ja auch eine Arbeitsbeleuchtung auf den Wagen anbringen. Man kann eine Arbeitsbeleuchtung oder auch den Betonmischer, wenn man da visiert ist, auch den, wenn man sich mit einem kleinen Motor sowas antreiben will, hat man also doch noch ein paar Möglichkeiten, die man da machen kann. Ja, dann würde ich sagen, lieber Norbert, wir haben das Wesentliche gezeigt, wir haben die Vorführung gemacht, wir haben den Zuschauern jetzt auch mal gezeigt, dass es also auch Alternativen gibt, die also preislich sehr interessant sind und wo man auch eigene Fahrzeuge als Dummy-Fahrzeuge einsetzen kann. Die Palette, unter anderem bei Fiesmann, ist auch sehr, sehr groß. Da kann man also richtig gucken. Und die haben ja auch, was den Arbeitszug betrifft, oder die Arbeitswagen, ja wirklich ein komplettes Programm aufgelegt. Schienenstopfzug. Schienenstopfzug, also alles, was dazugehört. Und meiner Meinung nach gehört dieser Niederbordwagen ebenfalls dazu. Ja, das ist eine tolle Ergänzung, um wirklich die motorlosen Fahrzeuge von Fiesmann gerade in den Bauzugbereich wirklich auch fahrmäßig auch wirklich mal zu zeigen. Mhm. Denke ich auch. Ja, das war unsere Vorführung, liebe Zuschauer, von dem Niederbordwagen von Fiesmann. Eine sehr gelungene Alternative zu anderen Fahrzeugen, Baufahrzeugen und wie gesagt, wenn man also keine Lokomotiven hat oder man Lokomotiven hat, die keinen Motor, sowas eigentlich. Kein Motor richtig, haben. Keinen Motor haben, antriebslose Fahrzeuge, mal als Wort sozusagen, kann man da getrost dranhängen und auch interessante Zugbildung machen. Das war's für heute von uns, zur Vorstellung von Fiesmann. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal, Ihr Frank Wuttig.